Und damit begrüße ich euch, liebe Leute, zu meinem ersten Guild Wars 2 Beta-Wochenend-Video, könnte man eigentlich so sagen. Ich möchte euch in den kommenden circa 15 Minuten meinen Level 12 Human Ranger, also den Waldläufer, vorstellen und was ihn oder was ich mit ihm mehr oder weniger bisher erlebt habe. Ich werde auf die einzelnen Fähigkeiten eingehen, die wir bis zum Level 12 freigeschaltet haben, werde die natürlich vorstellen. Und dazu loggen wir uns jetzt hier mal in das Königinnental ein. Das ist das mehr oder weniger Startgebiet der Menschen. Ja, levelt man von Level 1 bis Level 17 circa. Hier nochmal kurz der Hinweis, das Königinnental ist mehr oder weniger gerade überfüllt. Deswegen kommen wir hier in den Königinnental-Überlauf, so nennt sich das Ganze. Und ja, ich kann dennoch weiter ganz normal questen, leveln, und alle Mobs und Spieler sind, naja, teilweise da. Mobs sind alle da, aber Spieler nicht. Wir reisen jetzt hier mal kurz zum Kloster. Das Reisesystem zeigen wir euch in einem anderen Video nochmal detailliert. Jetzt geht es wirklich nur um so ein kleines Mini-Spotlight-Preview-Video zum Waldläufer. Und dazu schauen wir uns zuerst natürlich erstmal die Rüstung an. Wir haben ganz oben natürlich derzeit eine Rohledermaske an, die uns, ja, Kopfschutz, wenn man so möchte. Wir haben Schultern, haben wir noch nicht, aber Schulternplatz. Wir haben natürlich eine Brust, eine, ja, Brust an. Dann haben wir die beschlagene Lederhandschutz, Handschuhe mehr oder weniger. Wir haben eine Hose, ganz wichtig natürlich. Und wir haben natürlich auch Schuhe, wer hätte es gedacht. Und das Besondere ist, wir haben jetzt hier zwei Einhandäxte und unten seht ihr die Fähigkeiten. Und wenn man das hin und her switcht, bekommt man wahlweise einen Langbogen oder Kurzbogen. Ich habe derzeit einen Langbogen an. Oder man kann auch noch zweihändige Sachen tragen, also... Ja, ansonsten trägt der Waldläufer auch noch neben Äxten natürlich Schwertern. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zuerst einmal die Fähigkeiten an, die wir haben. Beziehungsweise suchen uns erstmal einen Mob. Ja, dann können wir so Raptoren nehmen. Wir haben zum einen den Langdistanzschuss. Wir haben das Schnellfeuer, Jägerschuss, Kurzdistanzschuss und das Speerfeuer. Wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem Langdistanzschuss an und supporten unseren fremden Spieler, der aber hier gerade auch am Spielen ist. Und ja, das Besondere beim Langdistanzschuss ist, je weiter ihr weg seid, desto mehr Schaden macht ihr. Ihr müsst allerdings aufpassen, dass ihr nicht zu weit weg seid, denn sonst ist der außer Reichweite. Das werden wir gleich sehen. Ich werde mal hier oben ins Feld gehen. Da sind nämlich noch mehr von diesen Vögeln, die wir uns jetzt hier einfach mal zur Brust nehmen werden. Ja, goldener Moor, wir werden wieder hier mit Langdistanz, und da seht ihr schon, außer Reichweite. Das heißt, ich bin ein bisschen zu weit weg, gehe ein Stück vor und da treffe ich ihn für 75, 80 Schaden, 115 Crit. Und das ist hier gerade die Fähigkeit Schnellfeuer. Ist so eine mehr oder weniger kleine Salve, die man hintereinander abschießt. Ich werde jetzt nochmal mehrere von den Moors pullen. Also immer einen, das ist ganz wichtig. Auch wenn ich jetzt Level 12 bin, sind die Mobs derzeit im Beta-Client noch so overpowered, dass wenn ich jetzt Level 10 wäre, ja, hätte ich es nicht geschafft, mehr oder weniger. Das ist jetzt hier die Fähigkeit Speerfeuer. Das ist so ein Pfeilregen, ähnlich wie die Salve vom World of Warcraft Jäger. Verursacht jetzt nicht so krassen Schaden, aber dennoch, ihr seht ja den Bereich, deckt das Ganze mit einem Pfeilregen ab. Ansonsten haben wir selbstverständlich auch Fallen als Waldläufer. Ich lege jetzt hier mal die Feuerfalle hin. Ich habe auch noch eine Dornenfalle. Und ja, die Feuerfalle wird bei Aktivierung mehr oder weniger, fügt sie dem Ziel hier richtig guten Schaden zu, Verbrennung zu. Die habe ich jetzt schon mal geskillt. Das Skillsystem schauen wir uns am Ende des Videos nochmal ganz kurz an. Und ja, hier den Moor nehmen wir jetzt noch einmal mit. Mit einem, ja, Kurzdistanzschuss zeige ich euch jetzt nochmal. Das ist ganz interessant, auch wenn ich gerade out of range bin. Jetzt habe ich ihn gepullt. Der Kurzdistanzschuss ist, je näher der Mob zu mir kommt, kann ich den Kurzdistanz drücken. Das seht ihr dann. Und dann fällt, beziehungsweise wird der Mob nach hinten weggekickt, bleibt da kurz benommen. Und ja, das ist natürlich gerade für die Fähigkeit Langdistanzschuss wirklich gut. Ansonsten schauen wir uns jetzt nochmal die Fähigkeiten im Midi-Bereich an. Da haben wir Abprallen. Ich habe ja zwei Äxte an und habe diese Fähigkeiten soweit auch schon hochgelevelt. Abprallen, das ist ganz cool. Lasst eure Axt zwischen mehreren Feinden hin und her bouncen, mehr oder weniger, beziehungsweise man wirft eigentlich nur die Axt. Das sieht man jetzt hier gerade schlecht. Ich gehe mal ein Stück nach hinten, damit man es besser sieht. Hier müsste man es besser sehen. Genau, ihr seht, da werfe ich so eine Axt. Das ist so die Main-Ability.
Ich versuche mal den Mob da hinten zu treffen. Der ist natürlich zu weit weg. Ansonsten haben wir die Fähigkeit Spaltklinge, werft fünf wirbelnde Äxte in einem Streumuster, die Feinden Blutung hinzufügen. Das ist auch ziemlich gut, gerade für mehrere Mobs, wenn man AE-Mobs hat. Ihr seht ja da diese fünf gefächerten Äxte. Wankwurf wirft eine Axt und fügt eurem Feind Kühle zu. Der nächste Angriff eures Tiergefährten fügt Schwäche zu. Also wenn ich mein Pet mehr oder weniger aktiv habe, fügt ihr ihm noch so einen kleinen Debuff zu, der nennt sich Schwäche. Pfad der Narben ist die mehr oder weniger stärkste Fähigkeit, die ich bisher auf dem Level habe. Das ist so eine Boomerang-ähnliche Fähigkeit. Ich werfe die Axt, ihr seht das hier, und sie kommt wieder zu mir zurück. Verursacht dabei beim Hinflug und beim Rückflug Schaden. Und zu guter Letzt haben wir noch die Wirbelverteidigung. Ja, damit, das ist so meine einzige Fähigkeit, mit der ich mich ein bisschen verteidigen kann. Blockt auch Geschosse und macht dann in dem Umkreis, wo ich diesen Wirbel habe, aktiv habe, Schaden. Ich würde sagen, ja, hier ist gerade so ein kleines Escort-Event. Das nehmen wir doch gleich mal direkt mit. Und ja, das dauert jetzt so ungefähr knapp 6 Minuten, bis wir das Event mehr oder weniger, beziehungsweise bis wir hier die Karawane begleitet haben nach Betletun. Und ja, das werde ich euch jetzt noch zeigen. Dabei nicht nur naja, ich sage immer gerne Melee, mit den Melee-Waffen spielen, aber als Waldläufer spielt man wirklich nicht Melee, sondern man versucht immer möglichst weit weg zu sein. Man wirft die Äxte hier, das seht ihr ja die ganze Zeit, ich werfe die Axt. Und ja, man kämpft eigentlich nicht wirklich im Melee-Bereich, also man vermeidet das eigentlich derzeit jedenfalls, weil die, na gut, ich meine, es ist das erste Beta-Wochenende. Und die Mobs sind halt noch ein bisschen overtuned. Hier ist unser Laufweg. Das sieht man auch gleich nochmal auf der Karte. Werden wir noch ein bisschen besser sehen. Beziehungsweise, wenn ihr eure Augen mal rechts unten auf den Kompass, auf die Minimap legt, werdet ihr diese Punkte, die weißen Punkte sehen. Das ist mal sozusagen mein Laufweg, wie ich gelaufen bin und wie wir jetzt gleich noch laufen werden. Ansonsten, ja, die Escort-Quest ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es das in Guild Wars 1 auch schon gab. Ich habe Guild Wars leider nie gespielt. Und ja, also in Guild Wars 2 ist es jedenfalls so, bis Level 12, was ich so miterlebt habe, könnte man das sagen, dass man so mehr oder weniger die Questpunkte, naja, dass man so durch die Story geführt wird, möchte ich mal sagen. Wenn man die eine Quest mehr oder weniger beendet hat, startet so ein kleines Event, von wegen eskortiert jetzt in unserem Fall die Karawane oder eskortiert den und den Menschen mit dem und dem Menschen. Und die wollen dann immer ins nächste Dorf oder von dem Dorf in ein weiteres Dorf. Und so wird man dann hier durch das Königintal geführt, sage ich jetzt mal. Und ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Loot gibt es natürlich auch. Allerdings finde ich das ein bisschen umständlich. Man muss zu dem Mob hinlaufen. Und ja, ich meine, als verwöhnter World of Warcraft-Spieler, wo es jetzt mit Mists of Pandaria AE-Loot gibt, oder Star Wars-Spieler kennen das ja auch schon, AE-Loot. Da muss man hier jeden einzelnen Mob einzeln anklicken und es gibt nicht diesen Area-Loot. Ich habe jetzt hier nochmal eine Falle ausgelegt, allerdings die war ein bisschen fail, weil das nächste Pack kommt gleich erst hier oben von dem Berg. Und ja, so Begleitquests, sage ich mal, gerade so Karawanenquests sind alleine recht schwierig. Ihr seht ja hier auch alle Spieler mit so einem türkisfarbenen, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal mit so einem dunkelgrünen Namen, kann man tun. Ja, das ist eher vielleicht türkisfarbenen Namen. Sind hier wirklich echte Spieler und das sind jetzt hier 3, 6 oder ja, vielleicht 7 bis 8 Spieler. Und braucht ihr eigentlich auch schon, um so ein Event meistern zu können. Und hier oben Level 11, da bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig. Ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen über dem Level. Also ich habe hier Level 9 bis Level 10 Gegner. Würde ich mich jetzt weiter hier rechts runter bewegen, würde man auf Level 12 Mobs stoßen und da habe ich dann wirklich schon zu kämpfen mit. Und ja, warte jetzt hier auf das Pack, was da oben wieder ankommt von den Zentauren. Mach dann mal meinen Volley da rein, also meine AE. Bisschen näher vielleicht noch ran, genau hier. Diesen AE, ihr seht, diese 20, 33 Crits. Ist nicht wirklich viel Schaden, aber ja, dieser Pfeilregen ist halt schon ja recht impulsant. Und wenn die Mobs mehr oder weniger auf einer Stelle stehen, ist das mitunter schon effektiv. Also ein effektiver AOE-Schaden, wenn man so möchte. Und ja, hier oben sieht man gerade noch, weil ich da gerade mit der Maus drüber gegangen bin, meine Gruppen. Der Level 16-Spieler ist Van Bergen und Level 10 ist Chintao. Und ich habe halt gerade derzeit Level 12.
Und ja, ich glaube, das war's. Nee, ein Pack müsste noch kommen von da oben. Genau, da kommen die letzten Zentauren an. Ich nehme wieder meinen Volley-Schuss. Und caste den jetzt hier rein. Und hier 38, 49, ihr seht, ich stehe ein bisschen weiter weg. Der Flugweg ist natürlich jetzt höher und somit der Schaden auch höher. Ansonsten haben wir das Event jetzt gleich geschafft. Wir bekommen dann natürlich Erfahrungspunkte, Charisma-Punkte und eine Medaille. Meistens, aber ich bin jetzt, das hört sich so hochmäßig an, meistens die Goldmedaille, sage ich jetzt einfach mal. Da gibt es auch Gold, Bronze, nee, Gold, Silber und Bronzemedaille wahrscheinlich. Aber ich hatte bisher immer nur Gold- oder Silbermedaillen bekommen bei den ganzen Events. Und ja, das Event endet hier oben bei den Höfen von Betletum. Da unten ist noch ein Turmwacht. Das ist aber jetzt erstmal uninteressant. Ja, wir haben sie sicher zu den nach Betletum eskortiert. Und schauen uns jetzt gleich nochmal unser Fähigkeitenbuch von unserem Begleiter an. Denn darüber habe ich noch gar nichts erwähnt. Und ja, jetzt schauen wir erstmal, ob wir eine Medaille bekommen. Ihr seht hier knapp 1000 Experience, also 1000 Erfahrungspunkte. Beitragsstufe Gold, eine Goldmedaille und ein kleiner Bonus sowie einige Charisma-Points. Ansonsten, ja, ihr seht hier schon meinen Begleiter. Vorher noch ein kurzer Blick ins Fähigkeitenbuch, wobei das für mich noch nicht wirklich erläuternd ist, wie man da jetzt wirklich neue Fähigkeiten lernt. Das mache ich dann nochmal in einem separaten Video. Ansonsten schauen wir uns hier erstmal unser Tier an. Ich habe ja derzeit so einen kleinen Leopard, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Den kann man so oft, wie man möchte, umbenennen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Hallo. Und ja, die Übersicht der Tiere, also es gibt wohl 12 verschiedene Arten von Tieren. Ihr seht das hier, junger Eber, Waldspinnen, Wespen, also diverse Tierarten. Es soll bis zu 12 verschiedene Tierarten geben und man kann wohl immer 3 mit sich mitführen und die dann ganz einfach wechseln. Mächtiges Gebrüll hat mein Tier jetzt als Spezialfähigkeit. Das Siegel des Steins hat damit nichts zu tun, ist meine eigene Fähigkeit, wenn die aktiv ist. Beziehungsweise wenn ich sie aktiviere, erleidet mein Tiergefährte keinen Schaden mehr. Sollte man wohl mitspielen, gerade auf gleichstufigen Levels. Ansonsten kann man ihn hier natürlich zwischen aggressiv, defensiv und sagen, greife jetzt an. Das Tier wechseln kann man hier, seht ihr gerade, mache ich nochmal. Und Sia heißt mein anderes Pet, mein Char heißt Xel und mein Pet heißt Sia, weil Xel Sia irgendwie schon belegt war. Wie das wohl kommt. Und ja, das war so mein erster Eindruck. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Überblick verschaffen. Wie gesagt, seht das bitte nicht als Guide, sondern wirklich nur als Mini-Spotlight-Video von dem Waldläufer und ich sag mal Jäger bzw. Warrior, die den in World of Warcraft werden mit dieser Klasse unheimlich viel Spaß haben. Und ja, weitere Klassenvorschau bzw. Spotlight-Videos findet ihr auf unserer neuen Webseite www.mmozone.de. Und dort werden natürlich auch viele weitere Guild Wars 2 News und Guides folgen. Und bis es soweit ist, sage ich, macht es gut, haut rein, ciao.